So Leute, ich bin's mal wieder, Flutwi, zurück bei Rayman Legends. Und ich habe euch ja versprochen, ich zeige euch jetzt erstmal die Charaktergalerie. Was wir auch direkt mal tun und uns dorthin begeben. Ja, ja, jetzt wird mir noch gezeigt, dass ich die Fiesta-Welt freigeschalten habe. Und jetzt zeige ich euch die Heldengalerie. Ach ja, ja, genau. Hier gibt es nämlich verschiedene Charaktere zur Auswahl. Zum Beispiel Globox, den großen Minimus, den Grufti Kleinling, den Sir Globorox, den Sir Rayelot und noch viele, viele weitere. Dazu sind auch die Lums gut natürlich, um hier bis zu 1 Million Lums zu sammeln, was wir vermutlich nicht schaffen werden, aber ich versuch's. Vielleicht, mal schauen. Ich weiß nicht, ob ich euch den letzten Charakter zeige oder euch den nachreiche oder irgendwie sowas. Aber 1 Million Lums ist schwer zu holen. Dann zeige ich euch die Challenges hier. Da kann man täglich eine Herausforderung machen. Das zeige ich euch aber nicht. Weil dazu müsste ich das Let's Play quasi täglich spielen. Das muss ja nicht sein. Dann ist hier Kung Fu. Das ist einfach nur so ein kleines Minispiel, wie man will. Und ja, hier hinten kommen wir noch nicht weiter. Dann zeige ich euch die Rubbellose. Eins aber nur gerade. Die Rubbellose werde ich vermutlich offscreen machen. Man kann hier jetzt nämlich überall was frei rubbeln. Und dann bekommt man entweder Lums, ein Kleinling, Kuscheltiere oder ein Origins Level, genau. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal weiter mit den normalen Leveln. Ich schätze mal, wir schaffen wieder 2 bis 3. Und zwar gehen wir jetzt in diese Tür hier hinein, wo wir Barbara retten. Barbara. Barbara ist eine Hexe, ich glaube, die gab es auch in, oder eine Weggängerin, ich glaube, die gab es auch in Rayman Origins, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich erinnere mich, dass diese Level hier immer ein bisschen tricky waren und immer irgendwie so ein bisschen schwieriger waren, diese Rette irgendwen Level waren. Und die waren, ah ja, ich weiß wieder, wie es war. Ich erinnere mich an diese Level. Nämlich darf man nicht zu langsam sein, weil sonst, seht ihr vielleicht hinter mir, ist ein Hitzeschwall und der darf mich natürlich nicht berühren. Ja, ansonsten ist das ein bisschen, heiß am Arsch und das sollte Rayman nicht passieren, dass ihm zu heiß am Arsch wird. Übrigens glaube ich, dass ich das mit den Lums jetzt schon verkackt habe, bin mir aber noch nicht ganz sicher, weil ich irgendwo schon ein bisschen Lums verpasst habe. Scheiße. Okay, ich lasse mich mal sterben. Weil ich das ja jetzt eh verkackt habe durch den einen. Gut, okay. Haben wir doch noch geschafft. Also keine Panik auf der Titanic. Kein Ding für den King. Wir schaffen das alles hier. Wir kriegen das hin. Ich glaube, hier braucht man nur 150 Lums. Also keine Sorge, man muss nicht hier jetzt, was weiß ich, wie viele Lums. Nee, 300? Scheiße, ich weiß nicht, ob es reicht. Ob wir 300 oder 150 Lums brauchen oder... Ja, wir brauchen 300. Wir haben es also gerade so geschafft. Und ja, diese Level mit Treppe irgendwen sind immer etwas besonders schwer, weil halt so ein irgendwas in deinen herkommt, was einen auf Anhieb tötet. Und von daher habe ich immer so ein bisschen Respekt vor den Leveln. Aber wir kriegen das hin. Keine Sorge. Hallo Barbara, wir nehmen dich jetzt aber nicht als Charakter auf, ich möchte dich gerade nicht spielen. Ich werde vermutlich später mal die Charaktere so ein bisschen durchswitchen, aber gerade bleiben wir bei Rayman und gehen mit diesen in dem Hochseilgarten. Übrigens, Hochseilgarten, wart ihr schon mal im Hochseilgarten? Ich war jetzt, glaube ich, 3-mal in meinem Leben in einem Hochseilgarten oder so. Also das erste Mal, da habe ich mich überhaupt nichts getraut, ich wollte nirgendwo drauf, beziehungsweise nirgendwo hochklettern. Ich hatte echt Angst davor. Ja, dann beim zweiten Mal bin ich schon geklettert, da hatte ich dann auch Bock drauf, beziehungsweise hatte ich dann nicht mehr so Schiss, da war ich nicht mehr so ein kleiner Schisser. Ja, dann beim dritten Mal bin ich da eigentlich munter geklettert. Ich weiß auch nicht, habt ihr Höhenangst? Also ich weiß, dass einige meiner Zuschauer oder meine Abonnenten, glaube ich, Höhenangst haben. Ich weiß auch nicht, wie es euch da geht. Also ich habe persönlich eigentlich keine Höhenangst, aber ich habe da Respekt halt vor so einem Klettern, weil ich, keine Ahnung, scheiße. Ich hatte damals Schiss, dass das Seil vielleicht reißt oder so und ja. Naiv wie man ist, ne? Nee, ich denke, das geht sicher mehreren Menschen so.
die da schon ordentlich Respekt haben, wenn sie irgendwo raufklettern müssen oder auch Höhenangst haben und was weiß ich. Ich habe jetzt persönlich keine Höhenangst, wie schon gesagt. Aber wenn ihr Höhenangst habt, könntet ihr euch überwinden, irgendwann mal in so einen Hochseilgarten zu gehen und dort zu klettern? Oder sagt ihr, ne, nicht mit mir, nie im Leben. Ich könnte das einfach nicht. Wäre mal interessant zu wissen, ob ihr eure Ängste überwinden könntet oder eher so nie im Leben, so eine, nein, das könnte ich einfach nicht. Also, ja, wovor habe ich Angst? Ich habe vor Clowns Angst so ein bisschen, also, weil, und Puppen halt. Also vor so nicht Creepy-Puppen, aber das ist halt eine Angst, die man nicht überwinden kann, bin ich der Meinung. Sowas wie Höhenangst oder so. Oder, keine Ahnung, Angst vorm Schwimmen. Sowas würde ich ja als Angst sehen, also welche man überwinden kann oder Angst vor irgendwelchen Tieren. Ich weiß nicht. Weil ich meine, was will man mit Puppen großartig machen oder mit Clowns? Willst du den Clown verprügeln, dass du deine Angst überwinden kannst oder wie? Ich habe keine Ahnung, wie man solche Ängste überwinden sollte. Aber ich meine jetzt, ja, so eine Angst wie halt vor Spinnen oder sowas. Würdet ihr einfach mal eine Spinne auf euch laufen lassen oder sagt ihr euch, never, 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 never. Hättet ihr zu viel Schiss vor, also. Also ich persönlich, wenn ich so eine Angst hätte, dann würde ich versuchen, sie zu überwinden, so gut ich kann. Ob es klappt oder nicht, das entscheidet dann das Licht. Nee, das wird man dann ja sehen, ob man diese Angst überwinden kann oder eher nicht. Aber ich schätze, ja, wäre es eine überwindbare Angst, die ich habe, dann könnte ich sie auch überwinden. Weil, ja, ich bin eigentlich so einer, der gerne lieber nicht so viele Ängste hat, beziehungsweise der gerne seine Ängste überwinden möchte und halt so ein bisschen Mut zeigen möchte. Ich weiß ja nicht, wie es euch da geht. Schreibt es mir mal in die Kommentare, es würde mich echt interessieren. Es ist ein interessantes Thema gerade, wie ich finde, gerade ein sehr interessantes Thema, was ich da anspreche. Findet ihr es auch oder sagt ihr so, ja, ach ja, jetzt verstehe ich wieder, wie das ging. Entschuldigung, das war schon wieder falsch, ich hab's kapiert. Also okay. Okay, nochmal rein da. Wenn die Parts mal länger sind, dann werdet ihr mir ja wohl auch nicht den Kopf abhacken. Hoffe ich zumindest. Der Flasti, der macht längere Parts, was? Dem hacke ich jetzt den Kopf ab. Okay, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen, je in deinem Leben. Nee, ich weiß nicht, wie lange die Parts gehen. Ich habe hier auch jetzt keine Stoppuhr. Ich gucke auf meine normale Uhr, aber habe vorhin vergessen drauf zu gucken. Aber ich glaube, ich hatte da dann schon so. Ja, ich habe sowieso die Zeit vergessen, von daher. Solange der Part keine 15 Minuten oder so ist, ist alles okay. Denke ich mal. Das wäre ja schrecklich, so ein 15 Minuten Part von diesem Flash-TV. Nee. Also, das will sich auch keiner geben. Oder willst du dir das geben, du da, der mir zuschaut gerade? Obwohl, du willst dir das geben, ich weiß das. Ich kann es dir ansehen, ich riech das förmlich. Achso. Das war das hier. Ich erinnere mich wieder. Und damit haben wir den König gerettet. Wasserkönig? Ja, es ist der König. König Drosselbart. Nee, König Kleinling. König Kleinling hat wieder zu seiner Königin Kleinling gefunden. Ich musste gerade ein bisschen aufstoßen, was doch etwas eklig ist. Ich mag das nicht, wenn ich andauernd aufstoßen mache. Ich kann das echt nicht haben. Aber leider passiert es mir immer wieder. Okay. Alter, mit dir habe ich gerade gar nicht gerechnet, du. Ups. Entschuldigung. Du elendes Glubschauge. Was auch immer der eigentlich darstellen soll. So, mein Freund, du bleibst mal schön da unten und du folgst deinem Kollegen. Vielen Dank. Bambarabara, oh Gott. Bambarabara, schleicht er sich von hinten an mir ran. Was für eine feige Sau. Ascheloche. Das ist doch mal eine feige Sau, wa? Gibt's ja gar nicht. Doch, bei Roller, okay. Der Witz ist mittlerweile auch schon so ausgelutscht, dass ich ihn nicht mehr benutzen möchte. Nicht weiter zumindest. Okay, hätten wir das auch geklärt.
So, wo ist der letzte Kleinling? Da ist der letzte Kleinling mit einem Arschloch hinten dran. Im wahrsten Sinne des Wortes. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Okay, das hat gerade noch so geklappt. Yay, wir halten Pokale, 3 Stück. Gut, dann ein Level schaffen wir noch. Komm, eins hängen wir noch dran, ich hab Bock drauf. Können wir noch eins zu machen. So, und ja, wir beschleunigen das hier immer, weil es wäre ein bisschen blöd, wenn ich euch die ganze Zeit damit zumülle, wie wir Lumps sammeln, beziehungsweise wie die Lumpzahl ansteigt. Das wäre öde und langweilig zugleich. Das wäre ja nicht feierlich. Damit schalten wir auch dieses... Ja, wir haben jetzt schon fast alle Welten freigeschaltet und Genialitätsstufe 2 erreicht. Das ist wunderschön. Ich finde das so lustig, dass man einfach schon alle Welten im Prinzip nach 2-3 Leveln besuchen kann, wenn man alles sammelt. Und ich erinnere mich an das Level. Das ist ein relativ lustiges Level eigentlich, aber auch ein relativ schweres Level, habe ich im Kopf. Also man hat Probleme manchmal die Lumps zu sammeln. Die Kleinlinge einzusammeln. Die Lumps gar nicht mal so, aber ich glaube die Kleinlinge waren hier das Problem. Ja, ich glaube, ich erinnere mich, dass die Kleinlinge hier und ja, und sowas ist natürlich ein kleines Problemchen, aber halt kriegen wir alles hin. Ganz geschmeidig machen wir das hier. Keine Panik auf der Titanic. So, ich glaube, wir müssen dort hoch, um zum König oder zur Königin gelangen. Genau. Ach, ich erinnere mich. Oh Gott, war das scheiße. Ja, das wird jetzt elende Scheiße, aber obwohl, nee, war gar nicht so scheiße. Beim ersten Mal war es scheiße, als ich es gespielt hatte. Weil diese Flammen relativ schnell waren, hatte ich das Gefühl. Aber war gar nicht mal so kacke, wie ich es im Kopf hatte. Aber hey. Dann ziehen wir mal hier dran, um ja, um uns noch mehr in die Scheiße zu reiten und das Ding zum Einsturz zu bringen. Hervorragend. So muss es sein. Alles muss einstürzen. Alles muss raus. Alles muss weg. Alles muss sterben. Keiner mag euch alle hier. Seid alles böse, böse Charaktere. Und wir haben ein paar Lumps nicht erhalten, was aber nicht sonderlich schlimm sein sollte. Zurzeit noch nicht. Bei den ersten... Kacke. Bei den ersten Levels sind die relativ großzügig mit den Lumps noch. In späteren Levels ist das nicht mehr so und ich habe jetzt das natürlich nochmal gemacht, weil wir eindeutig diesen einen Kleinling verpasst haben und wir ihn gesehen haben, von daher können wir ihn auch mitnehmen. Wenn ich einen mal wirklich nicht finde, nur dann blende ich ihn ein. Wenn es aber so eine Geschicklichkeitssache ist, dann versuche ich natürlich den Kleinling zu retten, so gut ich kann. So. Ah, Mann. Schon wieder. Ah, wir haben ihn. Okay, okay, okay. Ich dachte schon, wir haben ihn wieder nicht, aber ich sollte nicht immer so voreilig sein. Wir haben ihn, glaube ich, gerade noch so befreien können. Den kleinen Mann. Ja. Hier. Okay. Wir haben ihn noch befreien können. Ja, haben wir. Okay. Okay, hier wird es jetzt heftig, wie ihr vielleicht sehen könnt. Also, das Spiel nimmt gewaltig an Schwierigkeit zu. Hin und wieder. So, den... Komm, ich rette mal. Ich wollte gerade sagen, dich kriegen wir doch gerettet, mein Freund. Sollte kein Problem für uns darstellen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr genau, wo der König war. Aber ich glaube, der war relativ fies versteckt, habe ich im Kopf. Oder? Ich weiß es gerade nicht so genau. Von daher möchte ich mich dann nicht versteifen. versteifen gesagt. Ja, gut. Hätten wir das auch geklärt. Entschuldigung. Es tut mir leid, dass ich so dämliche Witze bringe gerade. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber... Ja, ich bin mir jetzt sicher, dass der König nicht da ist, wo ich ihn erwartet hatte. Ich hatte nämlich erwartet, dass der König irgendwo hinter mir auftaucht, aber so war es leider nicht. Das heißt leider... So war es nicht einfach. Es war ja kein Leider bei. Ist ja egal, ob er hinter mir auftaucht oder nicht. Wir haben ihn einfach nicht finden können. Beziehungsweise er war nicht dort, wo ich ihn vermutet hatte. Na gut, dann suchen wir ihn weiter. Ich hoffe, ich packe das mit den Lumps in diesem Level. Das Level möchte ich ungern nochmal spielen. Das ist zwar ein cooles Level. Also vom Level-Design ist es ganz cool gemacht, aber ich mag es einfach nicht. Nee. Ist einfach nicht so mein Level. Kennt ihr das?
ist einfach nicht so... Oh ja, scheiße. Ah, okay, okay, okay. Ich dachte, ich hätte was falsch gemacht, aber... War alles richtig, hatte alles seine Richtigkeit, denn hier ist der König, die Königin, eins von beiden. Ich weiß es jetzt, das König, das königliche Geschlecht. Ach ja, ich erinnere mich. Es war ein bisschen tricky hier zu überleben, aber... Ja, es war ein bisschen tricky hier zu überleben, aber ich packe das, wollte ich gerade sagen. Okay, uns fehlt nur der letzte Lumm bisher und ich glaube, den finden wir auch noch. Der König oder die Königin gibt's ja hier. Jetzt hätte ich eigentlich gerade gucken können, was es ist, was es für ein Geschlecht hat, der Kleinling, aber das ist mir jetzt auch egal. Hauptsache, wir finden ihn. So, du hörst auf, dir damit deine Achse zu reiben, dann bin ich froh. Schon mal, mein lieber Ekelpaketmann. Keine Ahnung, wie diese Gegner eigentlich heißen. Das habe ich nie gelernt, wie diese Gegner heißen. Das sind aber, glaube ich, alles Albträume aus Raymonds Gedanken, beziehungsweise Albträume haben ja das Land von denen übersiedelt und so. Und ich glaube, das sind einfach alles Albträume. Ah ja, genau, der letzte Kleinling war ja sie. Ich erinnere mich. Ach ja, ich feiere das so, wenn die da auf seine Nase trötet. Yeah, you are free! Mein Freund, meine Freundin, meine Süße. Ja, du brauchst mir gar nicht drohen, mein magischer Kleinling hier. Ich habe keine Angst vor dir. Wir werden uns noch öfter begegnen, auf jeden Fall. Das ist sozusagen der Oberboss, wenn man so sehen mag. Der böse, böse Kleinling. Also der kontrolliert das, glaube ich, alles. Bin ich mir so ziemlich sicher, dass das so gemeint ist. Wenn nicht, dann klärt mich bitte darüber auf. Na gut, dann würde ich aber auch erstmal sagen, dass ich hoffe, dass euch dieser Part gefallen hat und wir uns im nächsten Part wiedersehen. Tschüssikowski, euer Flustwie. Bye bye.